Kanal und der weiteren Folge ATS. Ja, wir stehen hier bei einem Bauern. Businell? Buschnell. Baschnell. Und haben hier Käse geladen, also immer noch in. Wo sind wir? Genau da. Der Kima. Es geht für uns mit Käse nach Burns. 6 Stunden Fahrzeit. Sollten wir bequem hinbekommen. Ah. Ich bin schon mal rumgegangen. Wollte noch einen Screenshot machen. Und ich würde sagen, wir hauen uns mal einfach rein. Den können wir ausmachen. So. Bremse lösen und ich konnte hier übernachten, bin also nach hier gefahren, war gestern Abend hier, hab dann nachgefragt, ob ich hier parken könnte, sagte, stell dich da rein. Haben wir dann gemacht. Dann hat es noch diese Nacht mal kurz geregnet. Und schalt euch mal wieder dazu. Ich sehe gerade, mein Mikro ist ein bisschen weit weg. Oh, das ist eine Strecke hier, also eine Straße kann man dazu nicht sagen. So, ich vergaß die Uhrzeit. Wir haben also jetzt schon 7.24 Uhr. Das war meine Tasse. Oh. Das geht ins Lenkrad wie verrückt. Ich habe euch die falsche Uhrzeit gesagt, das war die Realuhrzeit. Wir haben nämlich jetzt irgendwas von... Ich finde die Uhr nicht. Irgendwas kurz nach 6. Immer gefährlich so hier rauszufahren. Man sieht nämlich nichts. Tasten uns mal langsam vor. Machen wir. Das ist was, das ist hier, also im ATS. Das stört mich ein bisschen. Das hält nämlich immer nur auf. Kostet Geld und Zeit. Ah, kostet nur Zeit.
glaube, ich kann mal. Ja, mache ich. Das Problem ist nur, man kann nur in eine Richtung ranfahren. Okay, lass uns eine neue Route finden. Da ja gerade losgefahren. Ich weiß nicht, wie sah der Kanal da aber ziemlich hoch aus. Ja, machen wir. Jo. Schwer. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, Pfund. Das ist falsch, es sind Pounds. Pounds und nicht Pfund. Gucken wir mal, dass wir zügig hier vorankommen. Biege nach links ab. Eigentlich war meine Idee ja, dass ich schick. Dass ich gestern Abend noch gefahren bin, aber. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Warum? Wenn ich doch rechts bin, kann ich doch nur geradeaus. Der war auch schon mal einer verewigt. Biege nach links ab. Moin, Sheriff. Da war ich jetzt aber ein bisschen überrascht. Das ist ja schon herrlich.
Ich würde ja gerne, aber man lässt mich nicht. Ampel sagt nein. Ich finde das herrlich, wenn die Taste da reflektiert, dass er... Oh, ich kann fahren. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was mich als in den nächsten Folgen so erwartet. Ich weiß auch nicht, ob wir mit dem LKW hier noch weiterfahren. Ist alles noch ein bisschen offen. Landschaftlich ist ja schon gut. Hier ist jetzt ein bisschen brach, finde ich. Sieht so ein bisschen nach Wüste aus, alles. Ich persönlich bin ja, wenn ich hier in den Staaten bin, oh, ich bin ein bisschen zu schnell. Und wie gesagt, grafikmäßig zum ETS kein Vergleich. Wie gesagt, wenn ich hier in den Staaten bin, also im Real Life. Warum? Oh, Leute. Bin genauso bescheuert wie im ETS. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, aber ja. Wie gesagt, im Real Life, ich bin mehr so in Richtung etwas oberhalb von New York. Ich hoffe jetzt nicht, dass mir dasselbe passiert wie dem Herrn Bollemann, aber ich bin da ein bisschen dreist da drin. Womit wir dann so ein bisschen zu den vier Kollegen, die, wo ich weiß, die hier in Amerika sind, das ist Hermi, Jan, Chris und Raimi,
Hab aber was lauten hören, dass eventuell auch Michi Amon auch hier in den Staaten aufschlagen wird. Bisschen zu schnell. Ne, tanken brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Ich sehe es nicht so richtig. Genau hinterm Lenkrad. Wie gesagt, Chris ist mit Dynamit ja hier unterwegs. Ich glaube, für ihn geht es irgendwie Salt Lake City, irgendwie sowas, Salt Lake. Ich habe es nicht mehr ganz so im Kopf. Jan, der fährt mit irgendeinem Coil, also fährt mit einem Coil unterwegs. Mit einem Coil unterwegs. Fährt mit einem Coil. Wir hatten Coil spazieren. Und Reimi ist auf dem Weg nach Medford mit dem Mac, wo er sich ja tierisch beschwert hat. Weil an dem Mac Seitenscheiben getönt. Die Sonnenblende so tief, er kann nichts sehen. Sagt Tavara, also leicht ein bisschen erbost. Den Spruch, den er dann Jan geschickt hat, könnt ihr euch anhören in seiner Folge. Der ist nur genial. Ja, mach du Ball. Aber der probiert's gleich wieder. Obwohl hier eine durchgezogene Linie ist. Ist nichts mit Überholen hier dabei erst wieder. Was ich aber sagen wollte, mit diesen Scheiben, soweit mir bekannt ist, dürfen die hier sogar zu extrem weit abgedunkelt werden. Eigentlich schon fast so weit, dass man nicht reinschauen kann. Na gut, wenn man dann rausschaut, ist natürlich klar, ne? Ist abgedunkelt, ne? Ich noch nicht so ganz klar kommen mit diesen, die sind was länger hier, ne? Ups.
super, man gibt mal Gas. Schon kommt wieder die Empfehlung, langsamer zu fahren. Schön. Habe ich keine Zeit für. Da ist der Aussichtspunkt. Ist schon so landschaftlich und auch so streckenmäßig ist das schon geil hier. Also astrein. Das ist dann auch, dann bin ich ein bisschen schweigsam. Ich genieße das einfach ein bisschen. Ja, wie gesagt, gelb sind nur Empfehlungen. Das hier sieht so ein bisschen aus. Wage es nicht. So ein bisschen wie aus dem Film Convoy hier. Man sieht ja auch am Anfang, nur das war komplett in der Wüste, wenn ich mich nicht irre. Die Sounds sind natürlich auch einmalig hier, ne? Also das ist der Wahnsinn. Wohl, ja. Der tritt nämlich auch schon kräftig in die Eisen. Speed limitation ahead. Vernon. Biege nach links ab. Natürlich, wenn man sich auch mal hier so die Aufbauten oder Auflieger betrachtet, ist ja schon. Nicht schlecht. Ja, wir sollten vielleicht auf die Straße gucken. Thank you.
Rest Area. Nicht jetzt. Ich muss eh jetzt wieder abbiegen. Demnächst rechts abbiegen. Eine Motorbremse darf man hier auch nicht benutzen. Ja, das war mir klar. War doch gelb. Das war gelogen. Ich bin ganz ehrlich, solche Häuser habe ich aber noch nicht gesehen, die wieder da zu sehen waren. Ja, doch. Aber nicht so, so nah an der Straße. Die waren alle sehr weit zurückgesetzt. Ich weiß. Ja, das sollte eigentlich nicht sein, dass er die Musik spielt. Na gut, aber wenigstens ein bisschen Unterhaltung. Ich lasse mich da jetzt noch nicht aus der Ruhe bringen. Sollte sich eigentlich jeder Fahrer sich nicht aus der Ruhe bringen lassen? Habe ich früher auch nie gemacht. Weil es bringt nämlich nichts, wenn man sich beeilt. Sicher sollte man versuchen, Termine zu halten, aber es gibt Leute, die haben sich schon dafür kaputt gefahren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war mir mein Leben immer wichtiger als mir irgendein Unternehmen, was eine halbe Stunde warten muss.
Der Spruch, der da drauf steht, der ist auch nicht schlecht, ne? Querender Verkehr wird nicht anhalten. Dafür steht ja da Stopp, ne? Weil die Musik muss ich abstellen, das ist nervend. Das mal gerade angucken, ne? Weil Wallboard, das ist immer so eine Sache. Hin. Ja gut. Zu viel von denen hier, das ist ja wohl. Scheint ein begehrtes Auto hier zu sein. Da stehen sie schon hinter mir und warten. Ich hätte mich auch ein bisschen an Seite stellen können. Ich darf nicht reinfahren? Nö, ne? Biege nach rechts ab. Tu ich doch. Schon. Da halten wir den ganzen Verkehr hier auf, ne? We'll be right back.
Fällt mir noch nicht so ganz. Ich stehe doch nicht ganz gerade. So, ja. Auch enge Ecken müssen gemeistert werden. Filter. Passt. Und fort. So. Wir machen Fenster zu. Licht aus. Motor aus. Ja, ja, ich weiß. Auch wenn die Musik jetzt genervt hat, ich wollte sie ausschalten, aber irgendwie habe ich, glaube ich, den falschen ausgeschaltet. Die Folge endet hier. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Bedanke mich alle bei allen neuen Abonnenten. Und sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis denne dann. Euer Michael.